Guten Morgen, ihr Lieben. Ich drehe heute in vollem E-Round. Ach, wenn ich nicht so viel zu tun habe, ich muss mein Zimmer einmal aufräumen. Mein Zimmer ist komplett düster. Ja. Ich bin so sehr müde. Aber naja. Wir haben jetzt 10:05. Naja. Ich gehe jetzt frühstücken, duschen und dann gucke ich mal, was ich machen muss. Na dann. Ich bin jetzt frisch geduscht, bin jetzt am Essen mein Müsli. Guck dabei ein paar YouTube-Videos. Ja, meine To-Do-Liste für heute, für den Freitag, den wir haben, habe ich gemacht und ja, ich werde Zimmer aufräumen, saugen, wischen, Schulsachen kaufen, Tasche packen, Schwimmtasche packen, weil ich heute zu meinem Freund war und ich morgen und übermorgen schwimmen gehe. Und ja, ich freue mich schon und ja, jetzt werde ich erstmal essen und dann geht's ans Zimmer aufräumen. Ich fange hier hinten in der Ecke an, gehe hier so rum, räume die Sachen von da raus, wische alle Schränke ab und so, räume das dann alles wieder ein und sortiere auch alles aus, was ich jetzt nicht mehr brauche. Also ihr könnt jetzt mal einen Eindruck von meinem Zimmer haben, so wie es im Moment aussieht. Hier steht überall Blödsinn rum, da liegen Bilder rum. Und ja, dann hier noch die Ecke und da vorne ist ein riesen Wäscheberg. Ich habe mal so eine Frage an euch und zwar habe ich beim Line TV, also bei diesem, dem Freund von Dagi B, dem Tim, oder Timo heißt der eigentlich, habe ich so ein Video gesehen, meine Grundschulkunstbilder und ich fand das eigentlich sehr lustig und frage euch jetzt mal, ob ihr darauf Bock habt, dass ich das auch mal mache, weil war sehr lustig und so und deswegen liegen da auch die ganzen Bilder und ich esse jetzt erstmal und dann aufräumen. So ihr Lieben, ich fange jetzt an zu wischen und saugen. Hier sind die Wischsachen und da ist der Staubsauger und ihr seht ja das Chaos hier in meinem Zimmer. Und da hinten fange ich jetzt an, das heißt ich räume alles von da hinten nach hier vorne und wische dann den Boden und wische die Schränke. Und ja, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze dann ordentlich aussieht, weil im Moment sieht es so aus da hinten. Seht ihr das? Ein bisschen Chaos. Aber das werde ich jetzt aufräumen. Jo. So ihr Lieben, ihr werdet mich jetzt also den Rest, glaube ich, des Videos, also was ich zu meinem Freund fahre, mit diesem Handtuch auf dem Kopf sehen. Weil ich zu faul bin, meine Haare zu föhnen. Und ja, der Raum hier hinten ist jetzt leer. Ihr könnt sehen, bis hier auf die Sachen, weil die hier drin bleiben können, weil das sind meine Tupperkartons. Die zwei, dann ist hier der Karton von meiner Uhr, hier ist noch was gebasteltes. Handtücher, ein Radio. Und hier ist mein Geschirr. Das habe ich von meiner Mama bekommen. Und hier stehen auch meine Nähsachen drin, nur das hier vorne habe ich rausgenommen. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die andere Seite. Oh Gott, was habe ich nur getan? Ich hoffe, ich werde bis... Also mein Freund ist um 3 fertig, dann geht er noch zum Sport. Also so gegen 4:05 fahre ich los. Also ich habe jetzt noch ungefähr 5 Stunden Zeit aufzuräumen. Das werde ich jetzt auch alles tun. Und ja, ich gebe euch da mal eine Zwischenmeldung zwischendurch. Okay. Anstatt, meine Lieben, ich habe mir doch ein Dutt gemacht. Meine Haare sind immer noch nass, aber es ist auch warm. Und ja, den Teil da hinten habe ich jetzt fertig. Ich bin jetzt hier dran. So sieht die Ecke übrigens aus, wenn da nichts steht. Und hinter mir ist jetzt alles voll. Eigentlich habe ich gar nicht so viele Sachen. Aber irgendwie ist es trotzdem ganz schön viel.
Und ja, ich zeige euch einmal hier hinten, wie ordentlich das jetzt ist hier. Also ich habe Bücher aussortiert. Ich habe jetzt nur noch hier hinter Bücher, Disney-Bücher und so. Die anderen Bücher sind hier in dem Schrank drin. Hier sind auch Schuhe. Die Kisten standen hier vorne. Die habe ich jetzt zusammengeklappt, die Sachen alle hier reingepackt. Da sind meine Taschen drin. Und ja, das ist mein Bettzeug. Das muss ich jetzt noch auf mein Bett packen. Und hier habe ich meine Stühle so hingestellt und meine Kuscheltiere drauf platziert. Meine Kuscheltiere werde ich behalten auf jeden Fall, weil wenn ich irgendwann mal Kinder habe, brauche ich keine Kuscheltiere kaufen. Und die sind echt gut. Das sind diese Niki-Kuscheltiere. Und die sind auch nicht mit Schadstoffen oder so, sondern total gut. Und ja, jetzt mache ich erstmal mein Bett fertig. Dann kommt der Schrank dran, auswischen und... Aber als erstes muss ich da den Dreck wegsaugen und einmal hier wischen und... Ja, anstrengend. Ja, ich zeige euch dann nochmal das, wenn es fertig ist. Und das leer ist. Ja. So, ihr Lieben. Ich habe gerade eine Currywurst gegessen. Und mache jetzt mal ein bisschen Pause, weil ich 2 Stunden jetzt durchgeputzt habe. Und mache jetzt mal so 10 Minuten Pause. Und gucke dabei ein paar YouTube-Videos. Und ja, also da hinten bin ich ja jetzt schon fertig. Hier stehen jetzt noch mal ein paar Sachen, weil ich hier gewischt habe überall. Und dann muss ich den Schreibtisch einmal leer räumen. Dafür brauche ich die roten Dinger da oben. Da schmeiße ich dann alles rein und dann mache ich das und Schreibtisch abwischen. Schubladen habe ich letztens erst gemacht. Das muss ich eigentlich nur noch alles einräumen. Und ja, dann kommt nur noch da vorne. Und dann Wäsche sortieren und im Flusen von den Katzenhaaren. Es wird sehr wundervoll. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. Ein bisschen Pause. Und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich kriege die Krise. Ihr seht, das Licht ist fast weg. Hier halt das voll, weil der Schrank total aufgeräumt ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Bücher von hier nach da, also von hier nach da geräumt und hier mein Konfirmationsspruch hingestellt und meine Ohrringhalter und mein Schmuck, der kommt jetzt hier hin. Und es fängt nämlich gerade an zu regnen. Und ich muss mit dem Bus zu meinem Freund fahren und deswegen, also wenn es in einer Stunde nicht aufgehört, in einer halben Stunde nicht aufgehört habe, dann habe ich die Arschkarte gezogen. Yay! Scheiße. Sonst muss ich meinen Papa fragen, ob der mich eben fährt. Macht er bestimmt. Aber naja. Also, es wird langsam. Ich muss mich nur ein bisschen ranhalten. Weil langsam verschwindet die Lust. Weil ich langsam erschöpft bin und mir fällt auf, dass ich voll viel Kram habe, den ich überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Jetzt steht alles vor der Tür. Ja. Ich mach da mal weiter. Ich habe so keinen Bock mehr. So, ihr Lieben, ich bin fertig mit meinem Zimmer. Es ist komplett aufgeräumt. Ich bin so stolz auf mich. Da hinten ist aufgeräumt, hier ist aufgeräumt, die Sachen, die muss ich gleich einpacken. Oh, die Sachen muss ich gleich einpacken in meine Tasche. Ja, und jetzt ist alles ordentlich. Den Lappen muss ich noch runterbringen, das Ladekabel. Alles ordentlich und sauber und es riecht nach Orange in meinem Zimmer und ich bin stolz auf mich. Aber jetzt weiß ich, wie meine Mama sich fühlt, wenn die das ganze Haus am Putzen ist. Aber ich habe es wenigstens etwas geholfen. Mein Zimmer sauber gemacht. Und ich glaube, das wird sehr anstrengend, wenn ich meine eigene Wohnung habe. Yep. Ja, ich packe jetzt meine Tasche, mache mich fertig und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich bin heute mal ein bisschen lässig. Ein ganz normales, schlichtes weißes T-Shirt. Ein Schal, weil es halt am Regnen ist und meine tolle neue graue Strickjacke.
und eine ganz normale Jeans und ich habe noch meine Crocs an. Yay! Aber ich ziehe mir gleich Turnschuhe an. Weil ich mache mich nämlich fertig. Ich muss nur meine Zahnspange aus dem Badezimmer holen. Ich habe mich heute mal entschieden, meine tolle Brille zu tragen. Aber irgendwie gefällt mir mein Pony nicht. Den muss ich mal schneiden. Ich hatte ja eigentlich den Pony so. Aber der ist gewachsen und ich will den so wieder so schräg haben. Nur im Moment ist der halt nicht schräg. Und ich habe zwei Taschen. Einmal diese, das ist meine Schwimmtasche und die Schlaftasche. Und einmal die und dann muss ich noch mein Trinken einpacken und ich hole jetzt meine Zahnspange und dann geht's los. Yay. Los, Bus fahren. Ich mag Bus fahren. Okay, dann mache ich das mal. Ihr Lieben, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, bevor mein Bus kommt. Und deswegen esse ich jetzt Tomate Mozzarella und gucke noch ein paar YouTube-Videos. Weil mir das im Moment total viel Spaß macht. Und ups. Und esse jetzt und ich muss mich trotzdem ein bisschen beeilen, weil ich in 5 Minuten los muss. Aber trotzdem eine kleine Stärkung. Okay. Ich stehe jetzt hier am Busbahnhof und es fängt gerade an zu nieseln und mein Bus müsste gleich auch aufmachen. Aber ich muss jetzt erstmal warten. Also das Einzige, was ich heute nicht geschafft habe, was auf meinem Plan stand, war Schulsachen kaufen. Und meine Schultasche packen immer los. Ist egal, das kann ich auch nächste Woche noch machen. Nächste Woche Mittwoch geht es wieder zur Schule. Ich habe Angst. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Angst. Ja, ich fahre dann jetzt mal mit dem Bus und dann sehen wir uns wieder. Ich sitze jetzt im Bus, ganz hinten. Es sind viele Leute im Bus und ich sitze ganz hinten, sodass ich schon Ruhe filmen kann unterwegs, falls ich irgendwas zu sagen habe. Und ja, vor mir fährt der andere Bus, mit dem ich zur Schule fahre. Und ja, mit dem könnte ich auch zu meinem Freund fahren, aber mit dem, wo ich jetzt drin bin, bin ich viel schneller, weil er einen anderen Weg fährt. Und ja, mein Freund hat meine Kopfhörer gemopst und deswegen kann ich keine Musik hören unterwegs und das macht mich gerade kaputt, weil ich immer noch keine neuen Kopfhörer von meinem Freund geholt habe. Leider. Das muss ich mal machen. Ja, aber jetzt fahren wir erstmal. Ich glaube, ich bearbeite jetzt schon mal am Bus mein Video ein bisschen, damit ich das heute Abend schon noch hochladen kann. Ich rufe jetzt gleich auch meinen Freund an. Sagt ihm, dass wir uns bei Kaisers treffen, damit wir einkaufen können für heute Abend, damit wir uns wieder was Leckeres kochen können. Und ja, mein Freund hat eine Katze bekommen. Und die sehe ich dann heute das erste Mal. Da freue ich mich einfach drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Ich liebe Katzen. Ich liebe auch Hunde. Ich liebe alle Tiere auf der Welt. Mein Lieblingstier ist zwar der Frosch, aber nicht, wenn ich ihn auf der Hand halte, weil dann sind sie so glitschig. Ich meine, schon so. Aber naja. Ich bearbeite jetzt mal ein bisschen mit dem Video. Ja, ich melde mich dann später nochmal, wenn ich umsteigen muss. Weil ich habe die Brille wieder ausgezogen. Yay. Ja, das ist mein Schatzi. Ja, wahrscheinlich, oder? So, wir gehen jetzt nach Kaisers und holen uns was zu essen. Uns? Dir? Du hast Hunger. Hast du keinen Hunger später? Ja, dann holen wir halt nur mir was zu essen. Du hast es so gesagt. So ist es halt, ne? Ja. Wir gehen nochmal kaufen. So wie ich mir eigentlich gedacht habe, habe ich vergessen zu filmen. Ja, wir haben gegessen, wir haben Filme geguckt und das war's eigentlich. Und ich gucke die ganze Zeit nach der Katze. Keine Sorge, ich bin nicht verrückt. Ja, und ich wollte euch jetzt eigentlich nur noch gute Nacht sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.